Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Die Worte des heiligen Apostels Johannes vom fleischgewordenen Gott, vom Eintritt der zweiten göttlichen Person in die Menschheitsgeschichte sind voll Licht, Freude, Hoffnung und Trost. Der wahre Sohn Gottes selbst ist vom Himmel herniedergestiegen, um die verlorene und verirrte Menschheit zu seiner himmlischen Herrlichkeit zu geleiten, um sie zum liebenden Vaterherzen Gottes zurückzuholen. Das ganze Alte Testament ist nichts anderes als eine Vorbereitung auf dieses zentrale Ereignis der Menschheitsgeschichte. Und die ganze Menschheitsgeschichte wird von der Krippe von Bethlehem aus zur Heilsgeschichte. Das Kind in der Krippe, König der Könige und Herr der Herrscher, lässt keine Autonomie des Menschen und auch keine neutralen Zonen zu. Dieses Kind ist König aller Zeiten und aller Zonen. Der Säkularismus erweist sich damit als gefährlicher und zerstörerischer Irrweg. Das zeitliche und noch mehr das ewige Schicksal eines jeden Menschen hängt hinfort von seiner Verbindung mit diesem Kinde in Glaube, Hoffnung und Liebe ab. Und wenn man bedenkt, dass Gott zu unserer Rettung Mensch geworden, wenn er gar an einem Kreuz für unsere Sünden gestorben und schließlich von den Toten auferstanden ist, dann kann es keinen anderen Weg zur Überwindung aller Übel, zu innerer Freude, Glück und Frieden geben, als dieses Kind in der Krippe. Dies gilt sowohl für den einzelnen Menschen als auch für die ganze Gesellschaft und für alle Völker. Nur so findet das ehemals christliche Abendland und die Kirche aus der Krise heraus. Nur so wird die Sinnfrage wirklich beantwortet. Darum rufen wir alle Menschen guten Willens auf, an der Krippe niederzuknien, um dem neugeborenen Weltenheiland zu danken, seine Gebote willig anzunehmen, die von ihm eingesetzten Heilsmittel zu ergreifen und ihm vor allem das ganze Herz, das ganze Dasein zu schenken. Mit dem täglichen Rosenkranzgebet bereiten wir unserem Heiland und Erlöser und auch seiner hochheiligen Mutter gewiss große Freude. Rückblickend auf das sich zu Ende neigende Jahr freut sich die Priesterbruderschaft St. Pius X. vor allem über eines. Es erwacht in einer immer größer werdenden Zahl von jungen Priestern und Seminaristen die Liebe zum überlieferten heiligen Messopfer. Gute Kontakte und ein reges Interesse am Werk der Priesterbruderschaft St. Pius X. sind hierfür ein trefflicher Gradmesser. Mit der wachsenden Begeisterung für die Liturgie verbunden ist eine Bereitschaft, das Evangelium ohne Abstriche auch in einer säkularen Gesellschaft zu verkünden. Viele junge Priesteramtskandidaten haben es satt, den Glauben auf eine rein menschliche Verbesserungsbotschaft zu reduzieren. Eine Rückkehr zu den Werten des wahren Glaubens und seinen herrlichen Inhalten wird so manchen zum Herzensanliegen. Mittlerweile ist es vor allem die alte Generation, die an der stetig wiederholten Beschwörung des Geistes des Konzils festhält. Das beweist, dass die Ideologie des Konzils über kurz oder lang zum Auslaufmodell wird. Mit Bedauern blickt die Bruderschaft auf das Verhältnis zu einem Großteil des deutschen Episkopates. Viele Bischöfe sind immer noch voller Vorurteile gegen das Werk der Tradition von Erzbischof Lefebvre. Es scheint, als sei bei manchen die Rücknahme des Exkommunikationsdekretes am 21. Januar 2009 inhaltlich überhaupt nicht angekommen. Die freundschaftliche Hand des Heiligen Vaters ist in Deutschland fast völlig ignoriert worden. Ganz im Gegensatz dazu stehen die Gespräche mit Rom. Obwohl hier natürlich sachlich weiterhin Differenzen bestehen, verlaufen die Gespräche in einer guten Atmosphäre und in gegenseitigem Respekt. Die Dialogbereitschaft der Oberhirten in deutschen Landen hat einen großen Nachholbedarf.
Auch berührt uns schmerzlich, dass dieselben Oberhirten die Fälschung der Wandlungsworte immer noch nicht zurückgenommen haben, obwohl die Gottesdienstkongregation dies schon im Oktober 2006 eingefordert hat. Möge in all unseren Familien eine Krippe aufgestellt sein und mögen Jesus, Maria und Josef unseren Familien zum lebendigen Beispiel werden. Die Eheleute mögen im Lichte der Krippe begreifen, dass ihr Eheband unauflöslich und die Ehe in erster Linie von Gott selbst dazu eingesetzt ist, Leben zu schenken. Beten und flehen wir aber auch an der Krippe, der Emmanuel, Gott mit uns. Möge die schrecklichen Wunden der Seelen, die Wunden in den Familien, die Wunden in seiner Kirche, die Wunden in der Gesellschaft heilen. Möge er auch den gemarterten Christen im Irak und an vielen anderen Orten beistehen. Erst wenn Gott wieder die geschuldete Ehre erwiesen wird, wird Frieden auf Erden unter den Menschen sein. Venite adoremus, kommt, lasst uns anbeten. Von Herzen wünsche ich Ihnen allen des neugeborenen göttlichen Heilandes reichsten Segen und schon heute für das vor uns liegende neue Jahr 2011 den Schutz und die Leitung der Hochheiligen Mutter.